Oh, dat is. Diep top. Diep top. Ja, dat is zo. Is het richt voor gevecht? Dan hebben ze hem haar voor de zekerheid. Dat is toch leuk, en ik zo. Aber wir haben jetzt auch Ländler gehört, du spielst ein Instrument, gell, Ambros? Aber Sax, Klarinette und Alphornblase und Büchelblase, dann ja noch. Das reicht schon. Ja, das ist nur das Hobby. Ja. Und ich habe 40 Jahre Musik gemacht. Aber die zwei Handorgler, die ich gehe, sind mir leider gestorben. Beten, jetzt habe ich keinen mehr. Jetzt muss ich aber wieder einen suchen. Aber es ist eben... Ein Trio, das Quartett, würde man sagen. Wir waren immer ein Trio. Ja. Hey, da haben wir aber, mein Neffe und ich haben zweistimmig Klarinette gespielt, haben wir auch noch viel. Ja, ich habe eigentlich immer ein gerne etwas so gemacht. Das hat auch passen zu mir. Und darum habe ich manchmal gesagt, die Kilben, die wir ja hatten, das gibt es heute alles nicht mehr. Darum sind die Restaurants leer. Es geht niemand mehr Musik machen. Es ist niemand mehr, kein Unterhalter mehr um. Da, wenn ich mit meinem Handörgler Musik gemacht habe, war das voll. Da haben sie verdient. Und mir, eins hat auch ein Snini rausgelegt. Aber dafür habe ich dann fast alle Restaurants umgebaut. Ja, dafür. Dafür habe ich alle Arbeiten wieder gehabt. Dann habe ich gesagt, die, die mir Arbeit kennen, dann habe ich den. Habe ich gesagt, ich komme nicht Musik machen dazwischen. Ja. Und da sind wir im Film sind wir so gegangen. Und am Abend gemacht, bis etwa um 12 Uhr Musik gemacht. Und dann, die Weizen sind sie gelaufen, aber heute ist ja nie mehr. Heute ist eine tote Hose. Das verkümmert alles. Weil alle wollen nur noch Geld. Oder gratis gibt es gar nie mehr. Das ist ein schade. Jetzt fahren wir dann das erste Feld Tal rein. Wir sind noch nicht drin. Ja, bei vielen Schlitteln. Ist es nicht deine Schwester, die das Jeep aufgezogen hat? Ja, ja. Nein, ich habe gesagt, wir hatten ja die alte Straße noch, die ja nur Naturstraße war. Jesus. Und haben sie auch das Holz gereistet, wo jetzt Hieser stand. Das war früher eine Holzabreistung in der Hilfe. Das ist alles vorbei. Heute wird alles nur mit den Lastwagen transportiert. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr da drauf, muss ich sagen. Jahrzehnte. Ja, 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 ja. Das ist ganz etwas Verrücktes. Ne? Die Straße, hat man vorher, ich habe mit dem Skiwagen sagen, als ich rumgekommen bin, hinter sind die Pferde und wieder weiter. Ich habe manchmal 12 Jahre einen Jeep mit Anhänger. Da haben wir also so 2,5, 3 Tonnen gleich geladen daher. Aber da hast du dann nicht mehr einen rum. Da sind sie alles rausgesprengt. Jetzt kannst du fahren, problemlos. Weißt du. Wie viele Leute haben zu deiner Zeit im Erstfelder Tal gelebt? Ja, warte jetzt mal. Ja, in der Schule waren wir etwa 20 Stück, die da hinten vier sind. Ja, was? Und heute hat also keine mehr. Kein einziges mehr, die da hinten vier in die Schule sind. Sie ist ausgestorben. Sind ihr im Erstfelder Tal ist es in Generationen, dass man dort oben gewohnt hat? Oder ja, wie ist das gestanden? Ja, ja, das ist immer gewesen. Früher sind sie bis sind da derer gsi, wo z'hinderst im Tal hinten überwintert händ. Die sind gar nie vierekommen. Wenn die Lawine gefahr gsi ist da hinten, als Lawinen abe sind oder so, da sind sie grad da hinten blieben. Die sind grad da hinten blieben überwintert. Das ist bei uns auch so gsi. Mein Vater und meine Mütter und meine älteren Geschwister, die sind z'hinderst grad vor den Bodenbergen sind die Winter und Sommer gsi. Wenn da hinten vieren mit der Ski messen schölen, nachher mal mit der Ski wieder heim. Wie lang war der Weg? Ja, im Winter kannst du denken, da habe ich 2 Stunden. Hinter einem Ferien bist du natürlich mit der Ski schnell. Bergab helfen da. Ja, ja. Aber es ist doch so. Nein, da hinten Ferien war es schon verrückt.